Herzlich willkommen zu einem neuen Video für das Spiel Aventuria. Heute mit der Erweiterungsbox Das steinerne Schiff. Ja, wir wollen mal reingucken, was bringt die Box mit? Was könnt ihr erwarten? Zunächst erstmal gesagt, das steinerne Schiff ist eine sogenannte Sammelbox, wie es hier so schön steht. Was heißt das in dem Fall? Wald ohne Wiederkehr und Schiff der verlorenen Seelen sind zwei Abenteuer, die bereits erschienen sind. Ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt zur ersten oder zur zweiten Auflage von Aventuria, aber sie gab es schon mal als eigenständige Abenteuer. Das heißt, das Video hier dreht sich vielleicht eher an Neulinge, die ja das Spiel halt einfach noch gar nicht wirklich kennen, beziehungsweise die beiden von mir eben gerade beschriebenen Abenteuer noch nicht gespielt haben. Für diejenigen allerdings, die das schon haben, vielleicht ist es trotzdem noch was für sie, denn da wollen wir gleich mal reingucken in das Inhaltsverzeichnis, denn das steinerne Schiff bringt noch einiges mehr mit. Schauen wir mal drauf. Wald ohne Wiederkehr, das Schiff der verlorenen Seelen, zwei Abenteuer und jetzt zuzüglich gibt es noch drei sogenannte Kurzabenteuer, Kopfgeld, Selema Wahn und Ritholds Schatz. Wir haben bereits zwei davon gespielt und hat uns wirklich auch wieder sehr viel Spaß gemacht. Kurze Abenteuer sind Abenteuer, wo man nach einem Akt sozusagen durch ist. Hinzu kommt noch namensgebend hier das Expertenabenteuer, das steinerne Schiff. Das heißt, wir haben einen Gesamtinhalt von sechs Abenteuern, die wir hier bestreiten dürfen. Das klingt von dem Inhalt her erstmal super. Aber nicht nur Abenteuer bringt die Box mit, sondern auch noch zwei Helden. Da haben wir einmal den Perrengeweihten und wir haben noch die Torwallische Kriegerin. Für beide Helden haben wir nochmal ein Video gedreht, um die Karten, die sie mitbringen, auf jeden Fall nochmal vorzustellen. Könnt ihr gerne reingucken, um euch dann ein Bild zu machen, sind das Helden, die für mich interessant sind oder nicht. Nichtsdestotrotz haben wir natürlich viele Abenteuer. Allein deswegen lohnt sich meiner Meinung nach schon noch die Erweiterung. Aber dazu kommen wir gleich noch. Was bringt es noch mit? Nicht verwundern, das sind nämlich Marker. Da habe ich noch nicht alle ausgestanzt, weil viele Marker brauchen wir aktuell auch nicht. Davon haben wir noch genügend, aber toll, dass es trotzdem mit dabei ist als Zubehör, denn ich denke, Marker verschwinden immer wieder und das einfach noch als Reserve zu haben, ist ansprechend. Darüber hinaus haben wir hier, wenn wir nochmal zurück auf das Spielmaterial blicken, noch Belohnungskarten. Wir haben Scherenkarten, also auch hier kommt noch ein ordentlicher Batzen an neuen Gegnern mit. Und das ist das Gute an den Schergen, die kann man ja denn in jedem Abenteuer, wenn der Untertitel, was ich, Tier, Wald oder sonst irgendwas, Skelett gebraucht wird, kann man alles nutzen, was diesen Tag hat, im Prinzip, diesen Untertitel. Na gut, wir gehen ruhig nochmal ein, zwei Seiten weiter, nur Gruppenüberblick. Jetzt sagt das hier einfach, wir haben hier noch Liturgien, das ist jetzt eine neue Kartenart, die bringt der Perrengeweihte mit. Könnt ihr euch in dem anderen Video nochmal angucken. Ansonsten, neue Schergen heißen jetzt Tiere und es gibt jetzt Schwärme. Das ist einfach eine neue Gegnerart. Und ansonsten, Piratenschätze sind jetzt hier boxspezifisch neue Karten, die jetzt hier in den Abenteuer verwendet werden. Das ist hier das in der Mitte zu sehen. Das sind solche Karten, wo man einen Piratenfluch bekommen kann oder einen Piratensegen. Das ist auf jeden Fall total toll gemacht. Flavortechnisch gefällt uns das wirklich gut. Ja, und das war's eigentlich schon, denn die Abenteuer gucken wir uns natürlich jetzt nicht im Einzelnen an. Das sollt ihr selber erleben. Von meiner Seite kann ich sagen, oder von unserer Seite, das ist ohne Einschränkungen zu empfehlen. Das ist klasse. Es gibt Abenteuer, es gibt Helden. Was will man eigentlich mehr?
Das heißt, ihr könnt hier bedenkenlos zugreifen. Und das ist jetzt, glaube ich, so mit, weiß nicht, 35 Euro vielleicht. Natürlich ist die Frage mit Versandkosten und so, aber das ist so vom Preis-Leistungs-Verhältnis schon einer der besseren Boxen auf jeden Fall, wenn man sieht, was man hier alles dafür bekommt und wie viele Stunden man natürlich auch damit spielt. Ja, abschließende Worte. Wenn ihr also Interesse habt, holt euch das. Ja, auf jeden Fall bleibt gesund, viel Spaß noch und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.